Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Fun One Piece Treasure Cruise. In diesem Part werden wir Jabura farmen, beziehungsweise Jabra. Er ist ein Charakter, den ich schon immer haben wollte und deswegen werden wir ihn farmen. Luki haben wir auch noch nicht, den werden wir uns mal anders widmen. Nicht heute. Heute ist Jabura dran. Ich hoffe mal, das machen wir mehr Glück als bei dem Yuma Farm. Ich denke doch. Was ist jetzt los hier? So. Schon lange nicht mehr gespielt, diese Ebene. Mal sehen, welche Gefahren sie auf uns schickt. Ich denke mal, Spezialattacken brauche ich nicht. Von daher werde ich die einfach alle platt machen. Ist ja nur Jabura. Obwohl er hat 1-3 ATK, wenn er fertig ist. Also eine letzte Stufe. Und ich glaube 3000 Leben. 3000 HP. Sehr nice. Das noch versteckt mit Drop mal 2. Und ja, dann haben wir gute Chancen, ihn das mal zu droppen. Ja, bei Ryuma waren es nur Hoppelhäschen, hier sind nur Marinesoldaten mit einer Panzerfaust. Beziehungsweise Kanonen. Kanone. Stellen aber bisher noch kein Problem für uns dar. Oh, jetzt ist mal ein anderer dabei. Beziehungsweise zwei andere. Zwei Leute, die so eine Hand haben wie Full Body und einer eine Eisenfresse. Ah, shit. Shit, shit. Doch, wenn ich von den Eimer getroffen werde, ey, dann ziehe ich so richtig viel ab. Jo, die ziehen viel ab. So ist er auch ein Loser, ey. Den möchte ich schon längst rausschmeißen. Brauche unbedingt einen Ersatz. Die Schnauze voll von Zorro. In meinem Team. Da bin ich aber auch noch nicht drauf. Immer noch nicht. Okay, ja, sollte ich schaffen, oder? Knapp. Na doch. Was? 5 Züge, kein Damage? Oder was? Ah ne, noch stärkere Verteidigung, so. Ach so. Dann machen wir jetzt noch Smoker, damit sein Angriff sich halbiert.
Boah, Glück gehabt. Boah, der hält richtig viel aus, ey. Ja, zum Glück wirkt Smokers Fähigkeit noch einmal. Ich glaube, ganz ohne Spezialangriffe wäre ich hier nicht durchgekommen. Reicht mir wohl noch ein Level? Eins, ne. So, unten direkt der nächste Versuch. Warte mal, oh, bin ich blöd. Der Bura ist doch quicker, da warum habe ich nicht mit Zorro und Smoker zuletzt angegriffen? Überhaupt nicht dran gedacht. Hier hole ich mir jetzt zwei Runden ein und dann war's das. Mehr Runden brauche ich nicht. Ich hab überhaupt nicht dran gedacht, ey. Ich hab mit so, dass ich mit Ruffy und so und Blackbeard nur halb so viel abziehe. Versuch mal mit Smoker seinen Orb zu halten. Was schaffen wir wahrscheinlich nicht. Die Taste nicht getroffen. Na, er hat überlebt. Ich dachte, das schafft er nicht. Jetzt muss ich auf jeden Fall einen Orb wieder opfern. Das gute an der Buch ist, er passt gut in mein Quick-Team rein. Haben da noch so ein, zwei Leute gefehlt. Das ist unter anderem Jabura und Lucky. Ah, das sind die beiden, also mehr kommen da nicht. Aber mir fehlt da auch noch einer mit einer, ich weiß gar nicht, ob die das waren, mit einer guten Kettenfähigkeit. Ich weiß nicht, ob einer von die hatte. Das weiß ich nicht mehr, weil das schon länger her, seitdem ich mir entschieden habe, Jabura und Lucky zu haben.
halt immer nur ungünstig. Und jetzt ist auf Extra Island nur scheiße. Deswegen kann ich jetzt halt droppen. Farm gehen, meine ich. Das passt dann ganz gut. So. Sag mal, was du drauf hast, Jabura. Ach ja, sowieso. Int. Man droppt dann aber in Quick, oder nicht? Meine schon. Man kann ja weiter so angreifen. Boah, das war mega Damage. Was macht er da, sein komisches Kung Fu da? Zorro Spezialfähigkeit, den kannst du sonst wohin stecken, Zorro. Oh, er setzt noch nicht mal seinen Arcan-Kick ein. Okay, ich mal zweimal Ruffy Spezialfähigkeit ab. Jetzt stellen wir nochmal 9000 ab oder so, ne? Ja, 7. Ja, 7 war's. Hab ich so wenig abgezogen? Ach nein. Oh, es ist eine ganze Verteidigung weg, Jabura. Ah, schon wieder nicht gedroppt. Mist. So ein Mist. Ich werde euch jetzt nur noch den Bosskampf reinschneiden, weil ich denke mal, der Rest ist nicht so relevant. Also, dann bis gleich zum Bosskampf. Jetzt sind wir wieder bei Jabura. Er möchte gern Wolf. Erstmal kriegst du ein Sunny an der Fresse. Dann ist der Rest. Sieht sehr gut aus. Sehr viel Damage gemacht. Ah, nee, noch nicht. Nur noch eine Runde. Das Standard nach seiner Spezialattacke, dass er dann noch zwei Runden wartet. Eben hatte ich nur eine Runde gebraucht, damit er einsetzt hat, waren es auch zwei Runden. Und ich meine, am Anfang stand drei Runden zum Angriff. Deswegen.
Er hat aber auch eine mega Verteidigung, so ey. Kommt man kaum durch. Wie Stahl. Keine Chance. Keine Chance, da durchzukommen. Die Attacke brauche ich jetzt auch nicht mehr. Komm. Dann stirbt er halt durch die Spezialattacke. Aber wie droppen wir ihn jetzt? Das gibt's doch nicht. Shit. Da sind wir wieder. Bei Jabura. Junge, ich krieg dich. Pass nur auf. Oh, das war ein fetter Schlag von Mihawk. Ach, nicht so viel wie eben. Ich hatte auch nicht so viele Orb-Matches. Schon scheiße. Mal wie wenig man ihn abzieht, ey, wenn er so overpowered ist. Noch 200 hat er ein blödes Schild noch. Ich hab vielleicht ihm das hinter den Ohren. Und das ist eine Spezialattacke in die eine, ey. Will er mich provozieren? Oh nein! Boah, ich dachte schon. Letzte Runde und die machen mit Zorro perfekt. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Und schon wieder nicht. Shit. Schönen guten Tag, da sind wir wieder. So. Ja. Das war schon mal gut. Der macht's. Ja, ich weiß gar nicht, warum das letzte Mal so wenig abgezogen hat. Wichtig, dass ich die auch jetzt einsetze, weil bevor er seinen Mega Death da hat, meine die auch jetzt platt. Boah, er hat überhaupt keine Chance. Los, Zorro. Du darfst mal mit deiner Scheißfähigkeit einkillen. Wenn du schaffst. Boah, er hat's geschafft, aber ich hab ihn noch nicht gekriegt. Nächster Versuch.
Ich hab Vorrunde noch ein bisschen Damage bekommen von dem einen Marinesoldaten. Na, ich sollte jetzt auf jeden Fall meine Spezialangriffe einsetzen. Kann ich hier nächstens noch Mihawk einsetzen. Und der jetzt noch viel abgezogen hat. Wenn ich den nicht schon kille jetzt, Jabura. Scheiße. Ich hasse Zorro. Hat so ein scheiß Timing dabei. Er hat trotzdem gekillt. Und immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Wir haben nur noch einen Versuch. Er hat keine Stamina mehr. Letztes Mal hier. Jabura auf die Fresse hauen. So. Greifen wir ihn zuerst mal an. Zack. Und jetzt kriegt er auf den Maul. Mal das mal droppen wir ihn. Trommelwirbel. Er ist noch nicht tot. Trommelwirbel. Ist noch nicht tot. Nein, sorry. Nicht nochmal mit deiner komischen Attacke da. Ah, scheiße. Leider nicht geschafft. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und sagt dann mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.